Yo Freunde, was geht ab, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar habe ich diesmal eine wirklich scheiß Nachricht. Ich wurde von den Jungs von Black Bros geprankt, während ich am Schlafen war. Was genau und wie es passiert ist, zeige ich euch jetzt. Yo Leute, was geht ab? Und zwar, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir wurden gerade von Alis Bruder angerufen. Ich habe mit ihm abgeklärt, dass er mich anrufen soll, wenn Ali mal schläft, weil, jetzt kommt's. Ey Marc, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Weil Ali Samstag nach Ägypten fliegt. Und wir haben uns überlegt, mal eine frische Rasurin zu verpassen. Einfach eine Glatze zu schneiden. Gucken mal, wie das wird. Und jetzt wird's lustig, ne? Ich hab Alis Bruder Bescheid gesagt. Ich ruf ihn gleich an, wenn ich vor der Tür bin. Und dann gehen wir rein. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt bei Ali. Vor der Haustür. Nimm mal ganz kurz seinen Bruder an. Digga, wir sind vor seiner Haustür. Der Typ wird auf jeden Fall rasiert. Ja, wir sind da an der Tür. Jetzt kann's beginnen, okay. Digga, guck mal, wie der aussieht! Was ist ein Loch? Was ist ein Loch, Bruder? Was hast du gemacht beim Schlafen? Ist ja. Bruder, it's a prank, Bruder! Du musst doch nach Ägypten! Der hat die Bruder auf jeden Fall ran. Ich kann doch gar nicht sehen, ne? Ach, guck mal, warum machst du da was? Digga, du willst break? Der sieht aus wie ein Mönch, Digga. Oder sieht das nicht? Ja, auf jeden Fall, Digga. Mich, warum machst du da was? Bruder, ist nicht meine Schuld. Das war seine Idee. Sag ihm. Ey, übertreib jetzt. Ey, Digga, lass mich hier nur alles, Digga, weiß, Bruder. Ich geh schon ab. Ey, gib nur so, Bruder. Oh, kein Scheiß, Digga. Warum machst du das? Digga, Michi! Er hat mir eine Glatze geschnitten, Digga! Ey, du siehst aus wie so ein Mönch, Digga! Ach du Scheiße! Ey, Ali, Digga! Michi! Das Ding ist, du musst jetzt ganz Glatze machen. Ey, Nathan, warum lässt ihn das machen? Digga, Bruder, ich muss ihn unterziehen. Du hast keine Wahl. Olaf, verpiss dich mal, Digga. Warum machst du das? Na, ist ehrlich jetzt, lo? Ich schwöre, du musst ganz Glatze machen. Ja, ja. Ey, Digga, lass mal. Heftig? Digga, bist du behindert? Ich fick mein Leben, Michi! Digga, das sieht so geil aus, Digga, ich schwör's dir! Digga, du hast mir auch meine Haare abgeschnitten! Alter, Walla, Bruder, was ist los? Digga, ich mach am Schlafen! Ich will doch nur Gutes für dich, Bruder! Du bist ein Wichser, Mann! Ich hab den hochgenommen, Alter! Walla, warte, Brache! Digga, du hast mir meine Glatze geschnitten! Zeig doch mal einmal! Boah, der wurde echt gefickt. Lieb, gut, egal, Bruder, viel Spaß in Ägypten, Digga. Wir hauen jetzt einfach ab. So wie wir gekommen sind, gehen wir jetzt einfach. Was ist los? So Leute, das hat der junge Herr davon. Der wurde auf jeden Fall wortwörtlich rasiert. Boah, der Arme, Alter. Aber Ägypten überlebt der nur so, ja. Ach, Haare wachsen auch nur. Das war's jetzt auch von uns hier, Leute. Peace. Die Leute haben mich gefickt, wirklich jetzt. Die haben mich eiskalt rasiert, Digga. Oh, meine ganzen Haare, Alter. Ich sehe so hässlich aus. Junge, was haben die mit mir gemacht, Alter? Auf jeden Fall, Freunde,
Falls ihr wollt, dass Rache entsteht, gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Ich lasse mir auf jeden Fall was Krasses einfallen. Und Michi oder Nathan, ich weiß nicht, wer von euch das beiden war. Wallah, warte, Bruder, warte. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Peace, Leute.